Moin zusammen, weiter geht's mit Manolords und ja, ich habe einige Familien zugeteilt und umgemodelt sozusagen. Die Bienenhäuser sind voll besetzt, alle beide, und die Färberei ist auch voll besetzt, da bin ich jetzt neugierig drauf. Personen transportiert. Und da müssen wir mal schauen, was die in der Färberei machen. Und, ja, die ein oder anderen Höfe hier werden noch ausgebaut. Ich habe auch die Brennofenhütte eine Familie mehr zugewiesen. Auch eine mehr in die Lehmgrube ganz hinten. Vereinzelt werden noch Hütten ausgebaut. Und ansonsten sieht es soweit eigentlich richtig gut aus. Große Schilde 13, keine Speere, 92 Helme habe ich übrig. Das ist schon echt enorm. Und jetzt muss ich eigentlich noch mal schauen, dass ich irgendwie... Ja, wo geht's weiter? Hier geht's weiter. Druckplaner öffnen. Zwei von... Ich komme nämlich nicht mehr an meine Parkstation ran. Ja. Kanz, Friedlein. Zwei Ochsen, zwei Pferde. Zwei Pferde nicht zugewiesen. Doch, warte mal, die müssen eigentlich hier zugewiesen sein. Erweitert, naja, genau. Und, ja, genau, die Hütte müsste weg. Und dann muss ich mal gucken. Wir haben hier schon 161 Speere und nochmal 82 Helme. Also die Rüstungsproduktion, die brummt. Ich könnte eigentlich auch... Hungertal, 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 Brotloshausen. Kann man die ineinander hier verschieben? Nein, ne? Ein Bogenschützentrupp hier wegnehmen. Und dafür noch ein Miliztrupp im Prinzip dazu packen. Vorausgesetzt, die Speere kommen jetzt langsam mal rüber. Und dafür wollte ich jetzt eigentlich die Packstation mal ummodeln. Okay, Hungertal, ne? Wir hatten doch hier rum. Da, Packstation. Dachziegel. Nach unten links. Brauchen wir überhaupt nicht mehr. Was die hier brauchen, wäre zum Beispiel Bier. Bretter, Stein, Holzteile, Dachziegel, Steinblöcke. Fleisch wäre eigentlich mal ganz cool, glaube ich. Liefern. Fleisch und kriegst dafür statt Helme jetzt einfach mal Speere. So, dann klappt es auch mit dem Nachbarn. Saisonal schrumpft, üppiges Vorkommen hier oben. Und hier habe ich auch soweit neu durchsortiert. Hier müsste ich Höfe eigentlich weiter ausbauen. Karkdorf hat auch schon wieder 6 Familien übrig. Ne? Ist auch voll sozusagen die Siedlung. Müssen wir mal gucken, dass wir hier die Hütten ausbauen. Hofstelle Stufe 1, genau. Ich sollte Gemüse kriegen. Viehbestand 0. Zwei Ochsen, zwei Pferde. Da ist ja ein Handelsposten. Ja, dann sind die wahrscheinlich unterwegs, ne? Da ist ein Hufeisen, hier ist ein Hufeisen. Hermann und Ochse, okay. So eigentlich nicht richtig. So, dann bauen wir da oben mal aus. Wo sind denn die beiden Ochsen? Da, ne? Ja, sind beide unterwegs. Hungertal, Schusterwerkstatt ausgebaut. Lebensmittelstände werden ausgebaut. Hungertal, Familie eingezogen. Richtig gut. Bretter, Stein, Werkzeug, Holzteil, Dachziegel werden jetzt wieder nachproduziert. 2 von 4 Familien hier hinten. Und wir müssen eigentlich mal gucken,
Farbstoffe, ne? Guck mal. Ich würde sagen, diese Folge mache ich nochmal regulär und in der nächsten schaue ich dann nochmal, dass ich nochmal so einen Blick für die Details mache. Mittlerweile läuft ja auch die Landwirtschaft. Gut, Brotlos Hausen läuft soweit auch. 25 mal Bauholz. Hätte ich hier oben noch was pausiert? Nee, ne? Genau. Sehr cool. So, Lebensmittelstand hier, der hat ordentlich Auswahl. Brennholzstand, aktuell nichts eingelagert. Zahlung an Schatzkammer, minus 693, ja. Die königliche Truhe. Banditen waren ewig nicht mehr. Ich weiß nicht, ob durch das letzte kleine Update die irgendwie abgeklemmt wurden. Oder ob ich jetzt einfach loslegen und ja, die anderen Bereiche erobern muss, ne? Das prüfen wir nochmal. So, zum Ende letzter Folge hatte ich hier noch dreimal Gerste drin. Wir wollten jetzt nochmal schauen, dass wir hier auch Weidefläche reinkriegen. Eins, zwei, drei, vier für 50 Schafe. So, dann brauchen wir aber noch den Viehhandelsposten. Ja, dahin oder? Oder wohin den Viehhandelsposten? Da oben irgendwie bei. Ist auch ziemlich weit weg, ne? Ja, hier geht es überall nicht mehr. Ich könnte ihn natürlich hier zwischensetzen, wenn ich die Weide nochmal abreiße und ein bisschen verkleinere. Ja, warte mal, ich kann den auch hier so reinschmeißen. Tada! So, zack. Und ich. Gut. Gut. Hofstelle Stufe 3. Das war der Apfelhof, ne? Förster, Förster, Lagerarbeiter, Melzer, ja. Äpfel, tatsächlich, komm langsam nach, 65. Ich wollte gerade sagen, ich müsste sonst vielleicht nochmal einen größeren Apfelhof bauen. Aber es sieht jetzt eher so aus, als müsste ich mal schauen, dass ich mehr Eier kriege, ne? So, wir haben hier nämlich nur drei Hühner drin. Ich weiß nicht, wie es ist, wenn ich ein langes, großes Feld mache, so wie das hier hinten. Und da dann Hühner reinschmeißen. Ne? So, ein Dachziegel haben sie übrig. Wurde fertig gebaut. Maximale Siedlungsstufe. Ja, das finde ich ein bisschen schade. Ich hätte hier tatsächlich gerne noch einen Punkt. Ja, ne, verbesserte Tierverwertung, Pelzproduktion oder so. Auch das mit Roggenanbau, das lohnt sich ja im Prinzip komplett gar nicht. Karkdorf, 7 Familien. Da haben wir zweimal Köhler. Ach genau, warte mal. Diese beiden hier, die beiden Köhler, können wir abziehen. Und was haben wir da noch? Bergarbeiter Brennholz. Bergarbeiter. Bergarbeiter. Können nur 4 rein, ne? Okay. Rennofen haben wir auch schon. Hofstelle Stufe 2. Gießer, Gießer. Genau. Rüstungsschmiede ist besetzt. Schmied und Packer. Genau, da muss ich jetzt mal gucken. Werkzeug haben wir 92, ne? Eisenbarren. 102 mal Leder. Müsste sonst hier im Prinzip nochmal Schuster reinsetzen, dass die sich hier selber ihre Schuhe bauen, ne? Aber das Leder, was ich hier habe, kann ich sonst auch in eine andere Stadt, in die Hauptstadt rüber transportieren. Handelsposten. Hier oben der Hof ist fertig, ne? Nicht zugewiesen. 2 Familien. Ja, guck mal. Eine geht da rein. Die andere geht da rein. Zweimal Jäger.
Überlege nämlich gerade. Zweimal Gerber. Jäger Gerber hierfür. Sammler, Sammler. Zweimal Händler. Schmied und Packer, ne? Ja, den Schmied muss ich nicht aufstocken. Ups. Ungültige Zuweisung. Nicht zugewiesen. So, da haben wir noch Hütten. Beide nicht zugewiesen. Sägegrube haben wir einen. Holzfäller. Da ist die Brennholzhütte. Wo ist denn meine Holzfällerhütte? Da ist sie. Das heißt, ich könnte ja diese beiden Familien da reinschmeißen. Die zweite auch. Und hiervon auch noch einen. So, Dorfschmiede. Bauholz haben wir 0. Holzfäller, Schreiner. Ja, wenn wir die Hütten ausbauen, haben wir später ohnehin noch deutlich mehr Personal wieder. Ich werde einen Köhler abziehen und hier ins Holzfällerlager schmeißen und dafür hiervon noch einen in die Köhlerhütte. So, dann passt das. Abbaugrube ist auch noch nicht ganz voll. So, jetzt aber. Bergarbeiter, Brennholz. Da ist die Brennholzhütte noch. Köhler, Köhler, ja, passt. Dann hätten wir hier einen über. Oder die beiden Bergarbeiter tun wir ins große Lagerhaus. Die beiden Familien kommen da rein. Bergarbeiter. Köhler, Köhler. Holzfäller, Köhler. Statt Holzfäller, Brennholzhütte und Köhler. Dann passt das. Gut, Rüstung, Rüstung. Hufstätte 1. Schmied und Packer. Das ist auch okay. Da ist nämlich die Dorfschmiede schon. Die beiden ins Lager. Ja, wenn die auf Stufe 3 sind später, dann haben wir hier auch noch mehr Arbeiter für die anderen Bereiche hier. Okay, cool. Dann lassen wir es erstmal so. Rotloshausen, dann müsste es ja gleich hier losgehen. Der Schnee schmilzt. Geht nach Hause, wartet. 1, 2, 4 Ochsen warten auf den Einsatz. Und stimmt, die Viehhandelsposten waren noch im Bau hier oben, ne? Sammler, Sammler. Wir haben noch 164 Dachziegel und ein bisschen Werkzeug. Muss mal schauen, Packstation. Tauschen Flachs gegen Holzkohle, ne? Ja. Hungertal. Holzkohle gegen Gerste. Ja, ist auch okay. Wir haben hier sehr viel Holzkohle. So, und diese Packstation tauscht Fleisch gegen Speere. Hat auch nur 72 Mal, ne? Okay, schrumpft. Lehmvorkomm brauche ich da unten nicht. Sehr cool. 38 von 38. Keine Familie mehr übrig, die bauen könnte. Das habe ich ja ganz clever gemacht, ne? Lagerarbeiter. So, wir können hier im Prinzip eine Familie Bergarbeiter abziehen. Die dann nochmal eine Hütte baut. Irgendwie hier zwischen. Ja. Okay, uns fehlt zweimal Bauholz, ne?
Und nach dem Stall wollte ich gleich einmal gucken hier. Zwei Pferde, zwei Ochsen. Brauchen wir noch Stein? Nö. Okay, das Stand wird gerade erstmal nichts. Hofstätte, da, Sägegrube. Reserve von 10. Diebestand. Ein Ochse, ein Pferd. Mit dem Pferd ist irgendwie doof. Diebestand. Ich weiß auch nicht, wo meine vier sein sollen. Ich habe eigentlich nur einen Ochsen. Kleiner Stall, dann ordern wir hier mal noch ein Pferd. Müssen wir den Stall im Prinzip verlegen, auch hier oben hoch. Dann kriegen die halt drei Pferde hier hinten. So, da, kleiner Stall. Einmal verlegen. Zack. Ups, was war das denn? Wird umgebaut. Brotlos hausen wollte ich gar nicht. Karkdorf waren wir hier gerade zugange. Bauen. Logistik. Anbindebalken. Guck mal hier. Kommt nämlich direkt der nächste zwischen. Den machen wir mal auf sehr hoch. Beziehungsweise auf höchste Bauprio. Dann bin ich mal gespannt, weil jetzt hier gar kein Pferd mehr mit bei ist. So, Anwendebalken. Viehbestand 0 von 1. Ne? Okay, zweimal Bretter fehlen jetzt auch aktuell. Aber hier hinten. Wo ist er denn? Da ist er. Kleiner Stall. Pferd folgt. Der Ochse kann ja wohl bitte hier rein, ne? Auf kleiner Stall. Zwei Ochsen, ein Pferd. Jetzt haben sie den Ochsen auch hier oben hochgebracht, ne? Ja, ja. Wie bestand? Ja, wo soll der zweite Ochse sein? Das verstehe ich noch nicht so ganz. Ich weiß nicht, ob der noch unterwegs ist von sehr, sehr weit außerhalb. Okay, Nachrichten. Was haben wir dann? Arbeitsbereich ist leer. Vom Holzfäller. Ah, okay. Sind die Bären? Okay. Ja, komm, hier in dem Bereich, ne? Zack. Funktioniert. Läuft. So, null mal Bauholz. Okay, dann lassen wir da erstmal die Finger von. Wir haben jetzt hier. Sehr cool. Pflügt, pflügt. Pflügt, pflügt. Ne, auf jedem Feld ist ein Ochse drauf. Richtig cool. Ah ja. Yeah. Die Äpfel. Gudi, 745 mal Brennholz. Kann ich den eigentlich mal pausieren, ne? Die Brennholzhütte hier. Ja, mach mal. Pausieren jetzt erstmal alle Brennholzhütten. Hier hätte ich ja auch eine, glaube ich. Da, genau. 539. Pause. Da sind sogar zwei drin.
Genau, und die letzte Brennholzhütte 552 hier, die können wir auch erstmal alle pausieren. Sehr schön. So, Fleisch, Gemüse, keine Beeren. Die Saison geht jetzt erst los, ne? Wächst, ja. Und noch ein paar Familien übrig. Sammeln, sammeln. Müssen eigentlich noch mehr. Ach, guck mal, Schuster, naja, genau. Die machen ihre eigenen Schuhe hier hinten. Drei Höfe sind leer. Einer davon ist jetzt die Brennholzhütte. Vier Handelsposten. Stopp, genau. Kommt erstmal eine Familie rein. Handel. Gewünschter Überschuss. Achso, da, Import. 20, Import. Und 10, dann hätten wir 30 Schafe, die wir hier einkaufen für da unten. Okay, so, Hungertal. Die Weide, ne? Ja, ich kriege hier auch keinen Entwicklungspunkt mehr. Ich müsste jetzt im Prinzip die Weide ausbauen. Da, Weide. Um hier noch mehr Schafe für mehr Wolle. Obwohl, Garn hatte ich, glaube ich, recht viel, ne? Ja, 200 mal Garn. Dafür brauche ich jetzt nur Farbstoffe. Damit wir mit Garn und Farbstoffe in der Schneiderei Mäntel herstellen. Und Kapuzen. Ja. Wir stellen die Produktion um auf Mäntel. Wir brauchen nämlich deutlich mehr Flachs für die Mützen- und Gambeson-Produktion. Da ist Hühner, Hühner. Ziegen, Eier, Mehl, Häute. Ich überlege gerade. Leinen habe ich 0. Ne? Schuhe, Kräuter, Flachs 117. Weberei ist ja eigentlich volles mit am Arbeiten. Ne? Zack. Industrie. Wolle für Garn und Flachs für Leinen, ja, brauche ich deutlich mehr Flachs. Und ich überlege gerade, noch eine Schneiderei zu bauen. Damit ich hier alle drei Produktionsstränge, also noch zwei Gebäude, die Schneiderei beinhalten werden. Ups. Wohngebäude, zack. Aber es sind gefährlich nah hier an den Bärenbüschen. Da könnte ich einen Schneider hinsetzen, ne? Aber so möchte ich das nicht. So. Okay. So. Auch nicht. Bis dort. Yes, dann hätten wir einen Platz für eine Schneiderei. Aber das schränkt mir die Bärenbüsche zu sehr ein. So, wo schmeißen wir eine Schneiderei hin? Kriegen wir die hier oben mit bei? Bei der Kirche? Ne, ist zu steil hier. Da könnte man noch bauen. Ne, auch keine Schneiderei mit drin. Da, guck mal. So könnten wir bauen. Dann kommt da noch eine Hütte hin und eine Schneiderei rein. Und dann machen wir dann Mützen. Yes. Und hier unten baue ich dann, glaube ich, doch so. Ist doof so.
würde das gern so schon haben. Na komm. Ja, guck mal. Hütte, Zusatzhütte. Aber ich muss einmal kurz gucken mit der Sammlerhütte hier. Wo ist sie? Da ist sie. Erweitert. Arbeitsbereich, ne? Ja, guck mal. Bis da gehen nämlich die Bärenbüsche. Bis dort. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Muss das so rumbauen. Schneiderwerkstatt hinten rein, raus. Ja. Dann kommt hier halt ein bisschen Straße nochmal entlang. Sehr gut. Gut, jetzt muss ich eigentlich nur noch gucken, dass hier ordentlich Flachs rankommt. Hier läuft auch alles, ne? Hütte ausgebaut. Schalten Stufe 2 Werkstätten frei. Wie sieht es so oben aus? Bedürfnisse nicht erfüllt. Fehlt noch ein Lebensmittelstand. Hatte ich hier nicht auch noch eine Hütte gebaut? Nee, ne? Kein Bauholz mehr. Ziegen und nischt. So, wir arbeiten alle im Lager. Da ist nicht zugewiesen. Okay, Bergarbeiter. Bergarbeiter, ne? Ja, genau. Und die eine Familie, die jetzt übrig ist, die die Baustelle macht, das ist nämlich die aus dem Brennholzhütte, aus der Brennholzhütte. Sehr cool. Dann würde ich sagen, mache ich mir hier eine kleine Pause. Mit einem Blick hier auf die Felder mit der Mühle und dem Ochsen hier und so. Yes, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Nein, Quatsch. Doch, sehen wir uns gleich in der nächsten Folge wieder. So, viel Spaß weiterhin. Bis gleich und ciao.